Reini, was hast denn du da für eine Uhr in deinem Video? Das ist mir aufgefallen. Wie heißt denn die? Was ist denn das für eine? Wenn du wissen willst, was das für eine Uhr ist und warum ich die habe und sowas und überhaupt, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rost von Farm Survival Shop. Lebst gut, schön, dass du dabei bist. Das ist sie nun, diese Uhr. Das ist eine Quarzuhr Momentum mit einem Saphirglas, das war mal ganz, ganz wichtig. Und ja, das funktioniert also mit einer Batterie. Das ist halt vor- und nachteilig. Standard ausgeliefert, da war irgendwie so ein Gummiband drauf, aber ich mag das alles nicht. Ich mag Leder und Gummibänder, die mag ich überhaupt nicht. Ich muss überall so einen Textil, ein NATO-Band sozusagen, raufgeben. Und das nehmen wir jetzt einmal runter und so schaut das hinten aus. Ja. Das Problem dabei ist, ich schätze mal, dass man da ein Spezialwerkzeug, und ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber da habe ich jetzt die Frage an die wissenden Männer und Frauen da draußen, welches Werkzeug ist das, wie kann man das aufmachen, hast du da einen Tipp, wie das heißt, das wäre super, weil dann könnte man nämlich auch im Notfall meine Batterie selber wechseln und mir auch schon eine herlegen. Ich bin da halt so. Das Ganze, die heißt Flatline, weil sie doch relativ flach ist und ja, ist ganz nett. Ich habe die Uhr einfach einmal so gekauft. Wirklich einfach so. Das ist jetzt schon her. Das war Weihnachten 2018. Ja, und habe die gekauft, weil sie in Aktion war bei Amazon. Und ich gebe der billige Eigenwerbung unten den Link. Kannst du das anschauen. Und da ist es ganz einfach so. Ich habe die gekauft. Und habe es mir dann angeschaut, habe es dann gesehen und gesagt, naja, irgendwie so richtig taugen tut mir die auch nicht und habe es wieder weggelegt. Ja, ich habe sie mir selbst geschenkt sozusagen. Und dann, letztes Jahr, habe ich sie wieder entdeckt und habe mir gedacht, du bist voll schön. Ja, ja, also die Uhr natürlich, nicht ich, nicht ich, sondern die Uhr. Und habe gesagt, naja, dann, ich nehme dich halt einmal ein bisschen mit raus. Und jetzt ist Liebe draus geworden. Ja, ernsthaft. Also mir taugt das ganz einfach. Es hat mehrere Gründe. Und zwar, sie ist sehr einfach ablesbar. Das kannst du schön sehen. Also kann man wirklich schön ablesen. Was jetzt leider ein bisschen blöd ist. Aber das zeige ich dir jetzt, ist die Datumsanzeige. Weil das genau jetzt Viertel ist. Genau um 11:45 muss ich ein Video machen. Warum tue ich das auch? Hier ist eine verschraubbare Krone. Die machen wir auf. Und dann können wir hier schön einstellen. So, und jetzt kannst du das auch anschauen. Schau mal her. Da hat man eine schöne Datumsanzeige. Den Tag davor und danach, den sieht man auch noch, und durch diesen roten Pfeil sieht man dann das aktuelle Datum, das ist schön. Sie lässt sich schön einstellen, es lässt sich auch das Datum schön einstellen. Schau her, stelle ich es halt dann nachher wieder neu, das geht alles ganz super, das ist wirklich gut gemacht. Ich habe sie auch beim Baden drauf, ich habe sie bei den Trainings draußen mitgehabt und warum ich auf die auch stehe, das sage ich dann nachher gleich. Also das ist alles super. Was der große Vorteil ist, dass das gesamte Feld irgendeine Lume hat. Ich weiß nicht, ob das dieses Super Luminova oder sowas ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube sogar. Und das leuchtet fast die ganze Nacht. Das heißt, das gesamte, alles, also wirklich jede kleine Anzeige, jede Ziffer und auch die Zeiger leuchten sehr, sehr lange. Besonders die Zeiger, die sind, wenn ich sie am Abend um 10 so ungefähr gehe ich schlafen oder um 11 oder um 12 sowas, ja, und stehe dann um 6 wieder auf, ich weiß, voll ungesund, ja, ja, ich weiß, aber dann leuchtet das um 6 Uhr noch immer und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich die ganze Nacht immer weiß, wie spät es ist. Egal warum, ja, jeder hat einen Knall und ich habe halt viele und einer davon ist, ich möchte in der Nacht wissen, wenn ich munter wäre und ich werde sehr häufig munter, aber das hat einen anderen Grund, wie spät es ist, ob es Zeit ist aufzustehen oder nicht und so ist und überhaupt. Ja, insgesamt eine sehr nette Uhr. Wenn du dir das Gehäuse anschaust, das ist leider schon ein bisschen zerkratzt. Ja, klar, ich schenke dem Teil nichts, ja. Aber das Glas, dieses Saphirglas, das ist noch immer makellos und das finde ich total schön. Das ist total, das ist wirklich wie neu. Und ja, alles sehr schön. Wie gesagt, es wäre nett, wenn mir irgendwer sagen kann, welches Werkzeug man hier braucht. Das wäre ein absoluter Top-Hit. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Billige Eigenwerbung natürlich, kannst du es kaufen. Ich habe es auch auf Amazon gekauft. Ich habe schon geglaubt, ich krieg's nicht mehr vor Weihnachten, aber es ist sich alles ausgegangen. Ich habe mal ein schönes NATO-Band drauf gemacht, aber da ist eigentlich so, weiß ich nicht, irgendwas drauf. Wie bin ich auf die Marke Momentum überhaupt gekommen? Na, weil der Busch Pirat auch eine herzeigt hat, ich weiß nicht, wie die heißt, ist wurscht, ja. Der hat auch eine, und da haben wir das angeschaut und da hat mir die einfach irgendwie gefallen und dann auch irgendwie nicht und jetzt habe ich sie oben und ich glaube, dass ich damit all die Fragen, die dazu gekommen sind, rein was das für eine Uhr, beantwortet habe. Aus! So! Hast du eine Momentum? Hast du diese Flatline, also diese flache Linie? Klingt komisch, ja? Egal. Hast du die? Wie schaut das aus? Bist du damit zufrieden? Und wie taugt er das? Das würde mich ganz einfach interessieren. Bitte einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten. Ganz wie du magst, ob dir
Die Flat. Wenn sie dir gefällt, mach einen Daumen nach oben. Und wenn sie dir nicht gefällt, diese Flatline, dann mach einen Daumen nach unten. Das wäre cool. Ein Kommentar, Abo bei anderen Videos und bis bald und ciao.